Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gaku und ich komme aus Japan. Hallo, meine Herren und Damen. Ich bin Dominik Onsase und ich komme aus Kenia. Salamat Sisbi, das ist eine Begrüßung auf Kirgisisch und ich komme selbst aus Kirgisistan. Ich heiße Alina Shindi. Hallo, ich heiße Mariusz und komme aus Polen. Ich bin mit dem internationalen Ferienkurs an der Universität Trier sehr zufrieden. Wir haben den internationalen Ferienkurs zum 39. Mal angeboten und freuen uns, wenn sich alle 94 Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer so wohlgefühlt haben wie Mariusz aus Polen. Wichtigster Bestandteil des Kurses ist der Sprachunterricht. Unsere Deutschkurse werden von erfahrenen Lehrkräften geleitet. Wir bieten Deutschkurse der Niveaustufen A1 bis C1 in 6 verschiedenen Kursgruppen mit jeweils 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die am Ende des Kurses eine schriftliche Prüfung absolvieren können. Das wissenschaftliche Programm des Kurses wird geleitet von Dozentinnen und Dozenten der Universität Trier und hat einen europäischen Schwerpunkt. Sie haben also die Möglichkeit, im Rahmen von Seminaren und Vorträgen die Arbeitsweise einer Hochschule in Deutschland zu erleben. In Thüringen, Weimar gelegen, und Weimar war das Zentrum der deutschen Kultur. Goethe, Schiller. Die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer sollen während ihres Aufenthalts in Trier aber nicht nur in den Seminaren und Vorträgen arbeiten, sondern auch die Gelegenheit haben, die anderen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer, die Lehrkräfte und Tutoren kennenzulernen, viele Kontakte zu knüpfen, interessante Gespräche zu führen und im besten Fall neue Freunde zu finden. Deshalb gibt es zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen am Abend und an den Wochenenden, zum Beispiel eine Weinprobe, Stadtrundgänge, Möglichkeiten für Sport oder Grillen und andere Aktivitäten. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, meine Herren und Damen. Gerne, Deutschland. Danke. Tschüss. Cześć. Ja, Rahmat, das ist Dankeschön auf Kirgisisch.